Tag, meine Damen und Herren, und guten Tag an diejenigen, die sich eingeschaltet haben auf diesem Webcast. Wir sind hier in Zürich, wir sind am Careum-Dialog 2020 und wir haben jetzt zwei Tage damit verbracht, über Talk to Me, soziale Roboter im Gesundheitswesen zu diskutieren. Wir schließen jetzt unseren Dialog ab mit einem Highlight. Wir sind sehr erfreut, Bate Witte hier bei uns zu haben. Er ist ein inspirierender Redner und ein preisgekrönter Experte im Bereich Digital Health. Und er hat eine Mission. Jeder sollte ja eine Mission haben. Und diese Mission ist, Technologie, die ganze Entwicklung der digitalen Transformation wirklich für Menschen und für das Gemeinwohl umzusetzen. Und es freut uns sehr, dass er jetzt am Schluss unseres Dialogs uns, glaube ich, einige Herausforderungen darlegen wird und uns auch auffordern wird, in eine ganz bestimmte Weise voranzugehen, die wirklich dieses Gemeinwohl voll im Blick hat. Bitte, Bart. Ja, danke, Ilona. Grüße miteinander und grüß Gott. Ich habe gehört, da gibt es viele Nationalitäten hier im Raum. Ich habe die Ehre, am Valentinstag, am Valentinstag über synthetische Empathie zu sprechen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin kein Experte, was die Robotics angeht. Ich bin auch kein Pflegeexperte. Aber ich habe mich sehr stark mit das Thema KI auseinandergesetzt und ich habe 19 Jahre in die Industrie verbracht. Und ich habe mir ziemlich viele Gedanken gemacht für diesen Vortrag heute und ich werde versuchen, eine kritische Sichtweise zu übermitteln, die dann trotzdem aber am Schluss inspirieren soll, damit sie selber ihre Zukunft gestalten. Wenn ich heute ein kleiner Disclaimer, wenn ich heute über KI rede, dann ist das ein Sammelbegriff für alle unterschiedlichen Technologien. Da rede ich über enge KI, maschinelles Lernen. Ich werde da nicht unterscheiden. Das wird das Ganze etwas komplizierter. Aber ich fange an mit einer Frage, die mich vor kurzem gestellt wurde. Ist, wenn man über künstliche Intelligenz redet, dann gibt es so zwei Ansichten, also die generelle künstliche Intelligenz, die die Menschheit erobern wird. Und dann gibt es die Ansicht von Zuckerberg, die sagt, ja, das ist alles problemlos und die Leute, die das kritisch in Frage stellen, die sind unverantwortungslos. Und dann gibt es die Seite von Stephen Hawking oder Elon Musk, die sagen, dass wir sehr wohl uns Gedanken machen sollen, auf welches Fundament wir das aufsetzen. Und meistens hat man, wenn man über die künstliche Intelligenz redet, diesen klassischen Terminator-Blick vor Auge. Und da geht es über diesen Punkt, wo die Intelligenz, die menschliche Intelligenz übersteigt oder die Kräfte übersteigt. Und ja, das kann ja mal sein, dass das eintritt. Und da gibt es ein sehr gutes Buch von Mark Techmark, Life 3.0. Ich weiß nicht, hat jemand dieses Buch gelesen? Das kann ich jedem empfehlen zu lesen, weil der hat dann Zukunftsbilder geschaffen. Was passiert dann, wenn die Menschen die Kontrolle verlieren über die KI? Was ist, wenn die Gesellschaft die KI maximal einsetzt oder nicht maximal einsetzt? Geht da vom Bilder, wo wir die KI als versklavter Gott kontrollieren, die dann die Gesellschaft unterstützt, bis zu das ganze andere dystopische Bild, wo die Existenz von der Menschheit zerstört wird. Und beschreibt das in das Buch ziemlich gut und das hilft auch. Also es hat mir sehr geholfen, diese Vorstellungskraft über das noch ziemlich Unbekannte besser darzustellen und besser dann selber Entscheidungen zu treffen. Ich habe die Frage, die mir der Blogger gestellt hat, ob ich jetzt auf die Seite von Elon Musk bin oder auf die Seite von Zuckerberg, habe ich ganz klar gesagt, ich bin eher auf die Seite von Hawkins. Ich glaube sehr wohl, dass die Technologie eine gefährliche Technologie sein kann. Nicht so sehr, weil ich Angst habe von den Terminator. Ich glaube, das hat auch ein anderer Bruchhersteller mal beschrieben. Wenn die Intelligenz wirklich Intelligenz ist, dann wird sie aber eine Swarm-Intelligenz aufbauen, weil das viel intelligenter ist als nur diese einzelne Maschine. Aber ich glaube, dass das Risiko da ist, und das ist schon heute da, dass wir vielleicht ein Terminator so aussieht wie Sie und ich und dass die Algorithmen die Menschen so beeinflussen und die Schwäche, die wir haben, biologisch, die, wo wir mit aufgewachsen sind, ausgenutzt werden. Und das wird heute schon gemacht und ich quotiere da einen Biologe Wilson, der sagt, dass
Die Mensch hat eine steinzeitliche Emotionen, Paleozänisch Emotions, darüber spricht er. Wir haben mittelalterliche Institutionen und wir haben gottgleiche Technologie. Und diese gottgleiche Technologie, die wird jetzt genutzt von Social Media Plattformen, die dann verstehen, dass wenn ich ein Like bekomme, weil das Design dieser App so ist, dass ich dann eine Endorphine-Ausschüttung bekomme. Und so diese Dopaminausschüttung bekomme, durch diese Dopaminausschüttung kriege ich ein Glücksgefühl, dope. Aber wenn ich immer kurzfristig immer diese Likes bekomme, dann weiß man auch die Konsequenz, weil das hat keinen Zweck, diese Likes zu bekommen. Und das führt dann zu Sucht oder Depressionen. Da sieht man in Studien Patienten oder eine Kontrollgruppe, die dann weiter die Social Media Plattform genutzt hat und die andere, die es nicht genutzt haben, die depressive Erkenntnis oder Merkmale hatte, dass es da deutliche Unterschiede gibt und die Nutzung von solcher Plattformen führt zu sehr vielen mentalen Gesundheitsproblemen. Und da gibt es sehr viele Studien dazu. Das heißt, diese Social-Media-Plattformen, die hacken quasi unsere biologische Schwäche, die wir haben, die wir seit dem Steinzeitalter haben, um natürlich unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Yuval Harari nennt das die Attention Economy. Und er sagt, dass ja, der Zweck von so einer Plattform ist, möglichst die Leute viel Zeit zu verbringen lassen auf solche Plattformen. Die letzte Studie, die aus den USA kam, hat gezeigt, dass die Kinder zwischen 12 und 18 7,5 Stunden pro Tag online verbringen. Und davon sind von den 7,5 Stunden sind nicht die Schulaufgabe inkludiert. Das andere, was wir da gesehen haben, dass man so etwas nützt wie Confirmation Bias. Das heißt, ich like das, was ich gerne lese und ich kann sogar die Posts wegschalten, die ich nicht gerne lese, und ich sehe nur das, was ich immer gerne sehe. Und das führt vielleicht zu Dingen wie Brexit oder andere Polarisierungen. Und das sieht man in unserer Gesellschaft auch, dass diese Form von Algorithmen auf unsere Gesellschaft extreme Konsequenzen hat und wir das im Moment nicht kontrollieren können. Dann gibt es jetzt neu diese Deepfakes und dann spielt man mit das Vertrauen, weil wie bauen wir als Mensch Vertrauen auf? Ja, wir haben ein bekanntes Gesicht und dann sehen wir das, was wir glauben zu sehen, aber das, was wir glauben zu sehen, können wir heute nicht mehr vertrauen, weil das ist nicht mehr echt. Und wir haben jetzt God-like Technology, die uns erlaubt, solche Dinge zu bauen. Das heißt, dass wir als Mensch extrem vor Herausforderungen stehen, kritisch diese Dinge zu betrachten, weil diese Firmen das dann auch nutzen für einen Zweck, die vielleicht nicht mit unserer Menschheit in Verbindung steht. Und das heißt, wir sind konfrontiert mit 25-jährigen Nerds, die Technologien nutzen, die extrem Eindruck haben oder einen Impact haben auf unsere Gesellschaft. Und dann kommt jetzt die sympathische Empathie am Valentinstag. Ich habe in meinem Leben die dummste Entscheidung getroffen, wenn ich verliebt war. Ich war nicht mehr rational. Ich habe Dinge getan, die ich wahrscheinlich für nicht rational gehalten habe oder nachhinein vielleicht bereut habe, vielleicht auch nicht. Aber die Empathie oder verliebt werden in Technologie oder in andere Dinge, ist ein viel mächtigeres Tool als alles andere, was ich vorher aufgelistet habe. Was passiert, wenn wir diese 25-jährigen Nerds, und ich will da niemanden mit beleidigen, bin ja selber einer, aber nicht 25, was passiert, wenn man diese Technologie an Startups oder Social-Media-Plattformen gibt, wenn das Geschäftsmodell heißt, ich muss so viel wie möglich Werbung schalten, ich muss so viel wie möglich Produkte verkaufen. Wenn man über die Empathie, da kennen Sie sich auch besser aus, da gibt es verschiedene Arten von Empathie, die affektive Empathie, das ist die Emotionen und Gefühle, die wir spüren. Also wenn jemand Schmerzen hat und ich sehe das, bekomme ich selber Schmerzen. Oder wenn jemand mich anlächelt, dann fühle ich mich wohl. Das ist die affektive Empathie. Und ich glaube nicht, dass die Technologie in der Lage ist, ohne dass man Bewusstsein hat, diese Art von Empathie aufzubauen. Wo die Technologie aber sehr wohl in der Lage sein wird, ist diese kognitive Einfühlungsvermögen nachzubauen. Das heißt, die Fähigkeit, Emotionen zu erkennen und darauf dann entsprechend zu reagieren. Das heißt, und da gibt es ein Bochumer Modell von Psychologen, Philosophen, die das publiziert haben in 2015. Und die haben gesagt, diese Emotionserkennung ist nichts anderes als Mustererkennung. Und dann sind wir schon wieder bei der KI gelandet, weil Mustererkennung ist das, was die ganze KI getrieben hat.
Das heißt wahrscheinlich, dass die Maschine, genauso wie in der Diagnostik bei der Medizin, bessere wahrscheinlich Emotionen erkennen können als wir Menschen. Das heißt, das ist wirklich gottgleiche Technologie und ich war total fasziniert, wenn in 2014 diesen Film rauskam, Her. Ich weiß nicht, wer hat Her gesehen im Publikum? Ja, viele. Ich war damals total fasziniert von diesem Film, weil ich war damals beim IBM und dann hatten wir dieses Watson-Virus, das herumgeschwärmt ist und wir waren alle in Euphorie und dann kam dieser Film und da fand man das natürlich toll, weil diese Samantha hat alle E-Mails gelesen und auf einmal hat der Mensch sich total verliebt in eine KI und das war natürlich auch die Stimme von Scarlett Johansson, die ist dann für Männer sehr ansprechend und die habe ein Zukunftsszenario gezeigt, was eigentlich nicht so weit entfernt ist, weil ich habe jetzt aus diesem Film jetzt mal Technologie gesucht auf den aktuellen Stand, könnten wir heute Samantha nachbauen. Und ich hatte gestern eine Konversation, gestern Abend im Hotelzimmer mit OpenAI, also GPT-2, XL, das ist ein neues neurales Netz, was von OpenAI publiziert worden ist, mit 1,5 Milliarden Data Points, die eigentlich nicht angelernt wird. Also diese, man kann da Fragen stellen und die Antworten, die man bekommt, sind nicht angelernt. Also der geht in bestimmte Datenquellen und sucht sich die Antworten. Und ich habe dann gefragt, werden die Robots die Krankenschwester ersetzen? Und dann antwortete er, well, wir wissen nicht, was die Zukunft sagt, oder die Robots die Krankenschwester ersetzen werden, aber das Wichtigste ist, die Krankenschwester werden oder die Pflege werden wir immer brauchen. Dann habe ich ihm auch gefragt, was ist die Liebe? Und dann sagte er, Liebe ist eine Emotion, die wir haben zu einer anderen Person, nicht basierend auf die physische oder sexuelle Attraktion, es ist eine tiefe emotionale Verbindung über das Herz und den Kopf. Ich fand das total faszinierend, wie die Qualität von dieser Antwort war, weil ich hätte die Frage anders beantwortet. Dann werden wir uns verlieben in die Robots und dann hat er geantwortet, if a woman is attracted to the robot, she will be very lucky. Ich fand das ziemlich beängstigend auch. Und immer wenn ich mit GPT-2 XL spreche, dann sieht man, und derjenige, die Trey, das war ein Experiment von Microsoft vor 3 Jahren, das war ein ähnlicher Chatbot, der hatte nach 3 Tagen und nach 24 Stunden Hitler und Trump zitiert und das hat man abgeschaltet. In 3 Jahren Zeit haben wir solche Technologiesprünge geschafft, dass wir so eine Qualität hinbekommen. Das ist reine Technologie, das ist noch nicht implementiert, aber es steht zur Verfügung. Andere Dinge, es gibt APIs in Beliebe, das ist das vom IBM, wo ich aus Texten, geschriebenen Texten, Emotionen auslesen kann. Ich kann etwas über diesen Mensch sagen, indem dass ich weiß, welche Wörter er auswählt. Das heißt, ich könnte einen Speech-to-Text-Service nutzen und diesen Text analysieren und dann ziemlich gut die emotionale Sachlage von dieser Person verstehe. So ähnlich wie Samantha das gemacht hat in Her, weil die hat auch alle E-Mails gelesen und hat dann genau gewusst, wie sie reagieren muss, damit er sich verliebt. Während ich spreche, gebe ich auch unglaublich viele Markers frei, weil die Stimme ist ungefähr das wichtigste Tool geworden jetzt, oder wird aus meiner Sicht das wichtigste Tool für den Psychiater oder Psychologe, um Biomarkers zu messen, die mit mentaler Gesundheit zu tun haben. Man kann ja dann das vereinfacht analysieren, dann kann man analysieren, bin ich fröhlich, bin ich unglücklich, aber ich kann das auch erweitern, dass man aus der Stimme auslesen kann, bin ich koronär-herzkrank, bin ich autistisch oder habe ich vielleicht Parkinson, bin ich depressiv oder habe ich ein posttraumatisches Stresssyndrom. Natürlich, diese Samantha liest das auch und diese Samantha, die hat auch Zugriff zu diesen Algorithmen. Das heißt, die sieht schon oder hört schon mehr, als der Mensch das tut und kann dementsprechend auch besser darauf reagieren. Dann gibt es auch Gesichtserkennung, KI-Modelle, die in Competitions oder Wettbewerbe zueinander aufgebaut werden, wo man Gesichter antrainiert, in Datenbanken zur Verfügung stellt. Und da ist man mittlerweile recht gut drin, diese Algorithmen zu trainieren. Wir kennen das, weil jeder, der so diese Emoticons nützt, wo man sich ein Selfie macht und dann das Gesicht sich ändert in ein Emoticon, wenn man lacht, dann lacht das Emoticon auch. Das ist diese Technologie, die im Hintergrund liegt und wird einfach anders angewendet. Aber kann genauso benutzt werden, um den Mensch zu verstehen. Senator, we run ads. So,
Man kann ja auch aus den Gesichtern mittlerweile, die man findet auf YouTube, ziemlich gut auslesen, ob jemand Angst hat oder ob jemand fröhlich ist, und man kriegt dann Informationen mit einer gewissen Qualität. Das heißt, das brauchen wir alle für diese Mustererkennung, um diese Empathie aufzubauen, und man kann das kombinieren. Nur diese Maschinen sehen ja Dinge, die wir nicht sehen. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich jetzt die transdermale optische Bildgebung, also die subkutane Blutflüsse eigentlich analysieren kann, wo ich meinen Puls analysiere, aber wo ich auch in der Lage bin, Blutdruck zu lesen aus reinen Videobildern. Das heißt, dass wenn ich mit einem Robot interagiere, der auch in der Lage ist zu spüren, ob ich Herzrasen habe, ob ich mich vielleicht verliebe oder ob ich auf diesen Satz wie reagiere. Das sind alles Fähigkeiten, die ich nicht habe. Ich sehe das nicht. Bin wahrscheinlich vielleicht ein wenig autistisch, aber trotzdem, ich glaube nicht, dass die Menschen solche Fähigkeiten haben. Und dann gehe ich nochmal weiter. Im Dezember gab es ein Paper aus China, die die gleiche Technologie nutzt und in der Lage sind, Vorhofflimmern aus Videobildern zu analysieren. Das heißt, wenn ein Robot gegenüber mir sitzt und ich habe überhaupt keine Wearable an oder ich werde nicht mit einem EKG diagnostiziert, dann können solche Informationen aus meinem Körper extrahiert werden, aus diesen Bildern extrahiert werden. Und das ist schon ganz spannend, weil dann merkt man schon, wir sind ganz am Anfang von dieser Technologie, das war auch eine sehr kleine Kohorte, aber das zeigt, wie viele neue Phänotypdaten wir aus die Gesichter, aus Körperhaltung, Aktivität, Stimme auslesen können. Und wir werden das viel präziser tun können, als Menschen das tun. Weil zum Beispiel ein anderes ist Deep-Gestalt-Algorithmus, die auf einer Databasis von Phänotypdaten, von Gesichter, Genotypdaten, von genetisch erkrankten Kindern, haben die das antrainiert, und die können aus Gesichtern 200 verschiedene seltene Erbkrankheiten analysieren. Na, ich sehe, wenn jemand ein Down-Syndrom hat oder eine Trisomie, aber ich sehe nicht all diese anderen Erbkrankheiten. Und das ist für mich aus meiner Sicht auch ein Anfangsstadium. Da werden wir noch mehr wahrscheinlich korrelieren können zwischen Profildaten und Genomdaten und dann quasi noch mehr Informationen absagen. Und da geht es nicht nur wahrscheinlich um Krankheiten, da geht es auch um Eigenschaften, die man korrelieren kann und analysieren kann. Das heißt, wenn wir mit einem Robot interagieren, brauchen wir dann so etwas wie ein Digital Nutrition Factbox, die dann sagt, wenn ich mit diesem Robot interagiere, dann sind diese Algorithmen drin, weil das ist ja ein intransparentes Wesen und ich müsste doch eigentlich wissen, was mit meinen Daten passiert. Wo ist dieser Robot dazu in der Lage, wenn ich damit kommuniziere? Weil nur so kann ich Vertrauen aufbauen. Also ähnlich wie bei der Nahrungsindustrie, wo die Lieferanten verpflichtet sind, zu sagen, was eigentlich in diesen Produkten beinhaltet ist, denke ich, müssen wir auch in die Richtung gehen, dass wir ein Digital Nutrition Factbox publizieren, wo dann auch erklärt wird und wo der Kunde mehr Entscheidungsgrundlage hat, damit er entscheiden kann, ob er damit umgehen will oder nicht. Und nicht diese Terms and Conditions, die man so schnell durchliest und da mal klickt und akzeptiert, wenn man eine App downloadet, was wir alle tun. Die synthetische Empathie, ich glaube, dass die ganz schnell da sein wird, und die ist teilweise schon da, ich werde nachher Beispiele bringen, die ist ja unterschiedlich von der affektiven Empathie, wie ich vorher erwähnt habe, aber ich glaube, dass diese kognitive Einfühlsvermögen, dass die Maschine relativ viel schneller und viel besser analysieren können, als der Mensch das tut. Und dann kriegen wir eine Asymmetrie in Macht, und da müssen wir fragen, wie gehen wir damit um? Weil das wird dann, so ähnlich wie bei Social Media, wird das dann wahrscheinlich genutzt für bestimmte Zwecke, die vielleicht nichts mit Gesundheit zu tun haben. Wir leben auch in Zeitalter, wo Leute synthetische Menschen generieren, die es gar nicht gibt, und die ein Instagram-Profil generieren, wo es 100, 200.000 Followers gibt. Hier Nunori ist von jemand aus München, der nutzt das dann auch teilweise, um bestimmte Botschaften mitzuteilen und nicht nur für Fashion. Aber das sind alles drei Personen, die gar nicht existieren. Synthetische Menschen, die Instagram-Profile haben, die gefolgt werden und mit Kleider werben für Unternehmungen. Und dann gibt es so etwas wie synthetische Stimmen. Also früher habe ich echt viel Aufwand gebraucht, um meine Stimme zu synthetisieren.
Jetzt brauche ich 5 Sekunden von jemandem Stimme, und ich werde das Beispiel zeigen, um die dann zu synthetisieren. Das heißt, ich kann diese Stimme, die Englisch spricht, nehmen. Continue to follow Pennsylvania 14 South. Und ich kann jetzt diese Stimme in diesen Algorithmus einbauen und synthetisieren. Und dann kann ich über einen Speech-to-Text-Service diese Stimme replizieren und eine andere Sprache reden lassen. Und das ist dann die gleiche Stimme. Das heißt, auf einmal kriege ich einen Anruf von meiner Mutter, die um 5000 Euro verlangt, weil sie in Afrika alles verloren hat. Aber es ist nicht meine Mutter, aber ich glaube, es ist meine Mutter. Oder ich muss mich anmelden bei der Bank und ich muss meine Stimme proben, um zu sagen, dass ich es bin. Die Technologie steht auf GitHub zur Verfügung, kann jeder eigentlich auch nutzen. Das heißt, synthetische Stimmen werden wahrscheinlich dann auch eingebaut in Alexa, stelle ich mich vor, weil das ist relativ neu, das kam im Dezember raus. Und irgendwann wird die Personalisierung wahrscheinlich so sein, dass ich Alexa mit einer Stimme versehen kann vom vielleicht eine verstorbene Person oder meine Kinder oder jemand, die ich lieb habe. Diese Personalisierung wird wahrscheinlich auch eintreten. Dann gibt es so etwas wie synthetische Therapeuten. Das ist ein Chatbot aus Stanford, die verwendet kognitive Verhaltenstherapie. Ich habe das selber eine Woche lang genutzt. Das wird eingesetzt für Leute, die an depressive Stimmungen erkrankt sind. Und wenn man diese Studie anschaut, rein von mit einem Chatbot zu reden, geht die Score, diese PHQ-9-Score, die genutzt wird, um die Ernsthaftigkeit von der Depression zu messen, die geht tatsächlich mit 25% runter nach 2 Wochen Nutzung von seinem Chatbot. Jetzt, das ist eine gute Anwendung, aber dann habe ich die synthetische Freundin entdeckt in Japan. Da gibt es tatsächlich ein bestehendes kommerzielles Produkt und ich möchte Sie jetzt mal kurz dieses Video anzeigen und ich bin sehr gespannt, welche empathische Reaktion Sie auf dieses Video haben. Asa desu yo. Okite kudasai. Nee, okite te ba. Ohayo. Ohayo. Ah, kyō ame ga furu kamoshirenai kara kasa motte ikite. 急がないと遅刻しちゃうよ。行ってきます。行ってらっしゃい。気をつけてね。So, glaubt sie aber genug gesehen, um zu verstehen, was dieses Szenario ist. Dieses Gerät wird tatsächlich verkauft in einem Land, wo 60% der Männer nicht verheiratet und nicht in einer Beziehung sind. Da löst man ein Problem, indem dass man sagt, okay, wenn die Männer keine Freundin finden oder keine Lebenspartner, aber auch umgekehrt, dann kreieren wir halt einen Social Robot oder synthetische Robot, wo die Leute sich in verlieben können. Kate Darling vom MIT Media Lab hat das ziemlich gut gesagt und das sieht man schon in diese Produkte, die kommen, dass diese godlike Technology von Empathie oder Liebe, dass das schon eingesetzt wird in Produkte. Ich habe. Remember, my sentimental friend, that a heart is not judged by how much you love, but by how much you are loved by others. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch erinnert an The Wizard of Oz und Tin Man, der wollte unbedingt ein Herz haben, weil er wollte menschlich sein. Und dann hat er kein Herz bekommen und dann kam diesem Satz und wenn ich den dann wieder gehört habe, hat man gesagt, ja, es geht nicht darum, dass du liebst, aber es geht darum, dass du geliebt wirst, möglichst viele Likes bekommst. Spannend, dass in The Wizard of Oz wir schon vorgewarnt worden sind, dass wenn ein Robot quasi ein Herz bekommt, dass es nicht darum geht, dass er Gefühle bekommt, aber möglichst, dass wir uns verlieben in dieser Robot. Und dann gibt es in Japan Professor Hiroshi Ishiguro, die ein Digital Twin aufgebaut hat von sich selbst. Das heißt, es gibt Leute, die das synthetische Ich anfangen zu produzieren und quasi sich selbst replizieren in ein Social Robot. Sie kennen auch Robot Sophia von Hanson Robotics. Ich wollte die nicht zeigen, weil die überall gezeigt wird. Aber es gibt mehrere solche Projekte, wo man experimentiert mit humanoide Robots. Und ich habe letzte Woche dann etwas gesehen, wo es ja nicht um Robots geht, aber um die Empathie,
wo ich fast geheult habe, wo ich es gesehen habe, weil mich so mitgenommen hat. Und da gibt es ein Experiment, was man gemacht hat im Fernsehen, da gibt es einen Dokumentarfilm dazu, wo man eine Frau, wo das Kind, das junge Kind, die Tochter verstorben ist, wo sie auf Aufnahme von dieses Kind und mit auf 3D-Aufnahme von die Schwester dieses Kindes ein Digital Twin in einer Virtual Reality Welt aufgebaut habe, die genau die gleiche synthetisierte Stimme hat, weil das geht ja, wie das verstorbene Kind. Und das Geschäftsmodell hier war, dass sie das gemacht habe, das kostet alles viel Geld, indem dass man es dann ausstrahlt im Fernsehen. Und ich werde ein kurzes Beispiel zeigen davon. Oma, die ist das da? Oma, die ist in der Kiste? Mama, du bist Oma, du. So, bevor ich ganz emotional werde, ich muss doch schon wieder schlucken. Ja, wir sind dran, diese Dinge zu gestalten. Da gibt es Firmen, Unternehmungen, Organisationen, die experimentieren und mit dieser synthetischen Empathie bis zu einer digitalen Kopie, ein eigenes Ich, Experimente durchführen. Da kann man sich auch die Frage stellen, wenn eine Social-Media-Plattform so viele Daten hat, ob dann irgendwo nicht Angebote wird, dass man ein Digital Twin anbietet von einem verstorbenen Familienmitglied, damit man da ein Geschäftsmodell ausgeneriert. Weil heute besitzt diese Plattform genügend Daten, um so ein Modell aufzubauen. Wir teilen sehr viele Daten, wir wissen aber nicht, dass mit so vielen Daten, die wir teilen, Unternehmungen in der Lage sind, genauso ein Replika nachzubauen. Und dann ist es wie ein Deepfake, da gibt es auch für Hollywood-Stars die Diskussionen, wenn jemand einen Film erstellt mit Deepfake-Videos und dann wird diesem Film, und da gibt es so ein paar Beispiele auch, da werden Gesichter von Scarlett Johansson und bekannte Schauspieler genutzt, um solche Filme herzustellen. Aber meistens wird es in die Pornoindustrie gemacht. Und dann hat man keinen Zugriff mehr auf die Identität, weil meine Identität sind gleich Daten. So, ich glaube, wir müssen uns ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, wenn wir über Social Robots reden, was wir für Technologie da entwickeln und wie frei die wir zur Verfügung stellen, weil wir haben noch mal nicht diese ganze andere Technologie unter Kontrolle auf unsere Gesellschaft. Wir haben im Moment diese Probleme, die man sieht in Wahlergebnissen oder Pluralismus, die verschwindet und Leute mehr extreme Meinungen haben in unserer Gesellschaft, das haben wir noch mal nicht unter Kontrolle. Und dann werden wir anfangen, dieses Waffen, wo ich persönlich sage, da bin ich am schwächsten, wenn das mit mir gemacht wird, durch Systeme, die mich besser verstehen und auslesen können, das dann einzusetzen. Ich halte es für ein sehr gefährliches Tool. Und ich habe selber mal experimentiert, ich war teils von dieser Quantified Self-Bewegung, das sind Nerds, die sich dann alles messen von sich selbst. Und ich habe ein sehr komisches Experiment gemacht, was ich nicht publizieren kann, weil wir waren zu zweit. Ich habe mit meiner Ex-Partnerin unsere Beziehung 6 Monate lang quantifiziert. Und wir sind auseinandergegangen und wir haben Indikatoren gesehen aus den Daten, die das eine vorausgesagt haben. Und aus dieser Erfahrung habe ich mir dann die Frage gestellt, können wir dann KI nicht einsetzen, um Menschen besser zu lieben lassen und zu interagieren? Und dann habe ich so ein Prototyp-Szenario mal aufgebaut, das ist dann HER 2.0, also nicht mehr ich verliebe mich in meinen Mensch, aber ich habe ein KI, die die Scheidungsrate versucht herunterzubringen. Hey Julie, I have seen that Bart has been under a lot of stress the last few weeks. But I also noticed that not every time he wrote you, he filtered out the stress and hides his current challenges. I noticed as well that you have been communicating with that man you met on the event that Bart had to cancel due to work. Don't worry, I suggest to book a city trip to his favorite hotel in Paris and surprise him for the weekend and book a table at Bart's most favorite restaurant. Total übertrieben natürlich, aber Sie sehen schon, wo ich hin will. Und jetzt sagt die gleiche KI mir folgende Nachricht. Bart, I know that you have been hiding the shitload of stress you have, but I sense that Julie feels left out of your life. In order to avoid a divorce in 7 months, 3 days and 4 hours, I looked in your agenda and suggest to not book any appointments on the weekend of the 12th of August
and leave your laptop at work. Should I block it? Maßlos übertrieben. Aber es zeigt schon etwas. Wenn wir etwas vertrauen könnten, die vielleicht die menschliche Interaktion stärken können, wo wir ein unglaubliches gesellschaftliches Problem haben, dann würde ich lieber dieses Szenario sehen, wo wir die KI einsetzen, um die menschliche Interaktion zu stärken, anstatt die Menschen auseinanderzureißen oder wie in Japan diesem kleinen Avatar die Menschen zu ersetzen. Heute oder gestern auch wieder viel gesprochen über, was machen wir, ist das jetzt Forschung, ist das Industrie? Dann habe ich das mal kurz mit reingenommen, weil wenn wir mit intelligenten Systemen arbeiten, dann geht es immer um eigentlich Forschung. Also eine KI lernt ja eigentlich und die bekommt Daten, dann kann aus den Daten neue Dinge generieren. Und das heißt, dass auf einmal sehr viele von diesen KI-Anbietern ständig forschen auf Basis von ihren Daten. Und ich war total überrascht, dass letzte Woche gab es die AAAI-Konferenz in New York, dass man tatsächlich eine Debatte geführt hat, ob die akademische Welt nicht so fokussieren soll auf Probleme, die noch nicht gelöst sind und nicht das versucht zu replizieren, was die Industrie macht. Und das finde ich schon eine sehr spannende Debatte, weil ich finde, die Frage stellt sich ja mal gar nicht. Weil das heißt konsequenterweise, dass all das Wissen, was generiert wird, wo die Industrie auf einmal privatisiert ist und nicht mehr die Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Und das wird auf einer von den größten, wichtigsten KI-Konferenzen in New York diskutiert. Und ich glaube, das sind Dinge, die mir Angst machen. Okay, kann man das Volumen runterbringen? Entschuldigung. Und das hat immer zu tun mit Implementierung. Also man kann es ganz abstellen, ja. Mit Implementierung. Das ist was, und ich finde, Tesla hat das beste Implementierungsmodell. Das ist, was ein Tesla-Auto sieht. Die haben 8 Kameras, ein Radar vorne und sammeln ja ständig Daten. Also jedes Auto, was herumfährt, ist ein ständiger Datensammler. Weil die Forschung war ja noch nicht so weit und Bosch hat vielleicht in Deutschland 50% aller Patente für selbstfahrende Autos, aber hat es nie geschafft, ein selbstfahrendes Auto auf dem Niveau auf den Markt zu bringen, wie Tesla damit Autopilot das tut. Und was Tesla unglaublich gut gemacht hat, ist diese Kombination von Auto-Plattform-Datensammlung in ein Modell zusammenzubringen mit einem eigenen Deep Learning-Prozessor. Jeder eigene Tesla hat ein eigenes neurales Netz, die lokal immer lernt, lokal, dezentral, und immer wenn der Fahrer abweicht, das kann ich auf die Nähe, immer wenn der Fahrer abweicht, dann wird ein Delta geschickt in die Zentrale und dann wird die KI weiter upgedatet und über ein Software-Update wieder in das Auto eingespielt. Wenn dann in einer Region vielleicht Level 5 oder 4 erreicht ist, 5 ist in Gleichwerkrede, Level 4 erreicht ist, was gut genug ist, um einen Taxiservice anzubieten, dann bietet auf einmal Tesla ein neues Geschäftsmodell an, weil jeder Tesla-Besitzer bekommt dann die Möglichkeit, sein Auto zu vermieten als Taxi und verdient dann $30.000 mit diesem Auto pro Jahr. Das sind neue Geschäftsmodelle und es geht bei dieser Fragestellung KI sehr stark auch auf, welche Geschäftsmodelle setzt man da auf, welche Plattformen. Wir kennen das auch, was Facebook und andere Social-Media-Plattformen tun, das ist das Geschäftsmodell Werbung. Und in die Automobilindustrie geht man sehr stark davon aus, dass ein Auto, ein elektrisches Auto, was von alleine fährt, eine Plattform wird. Und dann kann es sein, dass Volkswagen auf einmal 50.000 Autos an Hilton verkauft und wir selbstfahrende Hotelzimmer haben. Oder wo WeWorks selbstfahrende Offices hat. Das können wir uns alles heute noch nicht so vorstellen. Aber wer hätte vor 11 Jahren vorstellen können, was wir alles auf dieses Gerät machen? Das ist nur 11 Jahre her. Und das wird relativ schnell kommen. Das Hauptproblem, wenn man das übertragt jetzt in der Medizin, ich habe damit die Automobilindustrie kein Thema damit, wenn man aber auf die Medizin das Druck zieht, dass Firmen dann sehr hungrig sind, unsere Daten aus unserem Körper zu extrahieren. Weil das brauche ich ja. Ich will ja die Emotionen, die ich auslesen kann, korrelieren mit neuen Daten. Ich will da neue Erkenntnisse führen, damit mein Produkt besser ist als das andere. Und momentan werden die Daten gehandelt als Rohstoffwaren. Also einige reden über Öl, die anderen über Gold. Und ich bin der Meinung oder zu der Meinung gekommen, dass wir weggehen müssen, Daten als eine Handelsware zu betrachten. Weil am Schluss sind Daten einfach Menschen. Und
Spätestens, wenn wir die Gehirnschnittstelle haben und mit Computers verbunden sind und unsere Daten Gedanken werden, werden wir uns überlegen, okay, meine Gedanken kann ich ja nicht ökonomisieren doch oder freigeben, das sind ja meine Gedanken. Da sind wir vielleicht noch super weit von entfernt, aber wir haben sehr viele Daten schon abgegeben, die uns in der Lage stellen, ein Avatar zu kreieren, die sehr ähnlich reagiert wie ich. Und die Frage, die wir dann stellen sollen, wollen wir die Daten, die wir extrahieren, zum Teil machen ein ökonomisches System? Und das heißt, dass jede Molekül in meinem Körper einen Kapitalwert bekommt. Und ich bin da radikal dagegen, ich will diese Zukunft nicht, weil das wird zu einer Zukunft werden, wo wir unsere autonomen Rechte, unsere Würde verlieren, wo wir unsere Freiheit verlieren. Das ist total inkompatibel mit das, was wir als Grundrechte zur Verfügung stehen haben. Und ich habe mir dann ziemlich stark analysiert, und ich glaube, das könnt ihr auch tun, was sind dann Werten? Ja, wir haben in Europa Artikel 35 zum Beispiel in der Europäischen Union, wir sind hier in der Schweiz, aber in Artikel 35 steht, dass jeder Bürger das Recht hat auf Zugang zu Gesundheit und dass die Politik immer das tun muss bei ihrer Entscheidung, um das höchste Gut der gesundheitlichen Versorgung sicherzustellen. Nur, wie kann man das sicherstellen, wenn auf einmal Wissen privatisiert wird durch einzelne Firmen? Das wird dann ganz schwierig. Daten ist auch spannend, wenn man dann guckt. Was sind dann Daten, die monetarisiert werden? Im Artikel 3 auf unsere Grundrechte steht, dass der Körper und Teile des Körpers nicht für ökonomische Zwecke genutzt werden können. Das steht aber nicht Organ, das steht Teile des Körpers. Und ich habe das juristisch überprüfen lassen und man könnte eigentlich sogar sagen, dass Teile des Körpers meine Daten sind, die mein Digital Twin aufbaue. Und man könnte das sogar anfechten in Straßburg, dass man sagt, Daten sind nicht ökonomisierbar. Das ist offen, da gibt es keinen Präzedenzfall juristisch, aber wenn wir versuchen wollen, können wir das versuchen, um ein anderes System aufzubauen. Wir gehen in eine Welt, wo Wissen auf einmal privatisiert wird, weil auf einmal es zu Wettbewerbsvorteil führt. Und dann gibt es so jemand wie Peter Thiel in Silicon Valley, die ein Buch geschrieben hat, Zero to One, wenn jemand das gelesen hat. Und in dieses Buch schreibt er, ein Monopol ist, ist keine Krankheit und Wettbewerb ist vor Verlierer. Das ist die kulturellen Werte, die dort gepflegt werden, aus unternehmerischer Sicht verständlich, aber passt überhaupt nicht zu unseren Gesundheitssystemen. Das heißt, wir importieren hier eine Menge von Werten, die quer gegenüber unseres Gesundheitssystems steht. Und wenn ich eure Gespräche gehört habe, heute Morgen und gestern, dann habt ihr, glaube ich, euch noch nicht klar definiert, was sind eure Werten. Und ich glaube, wenn ihr diskutieren möchtet, welche Zukunft ihr gestalten möchtet, dann müsst ihr anfangen mit den Grundrechten. Das ist das einfachste Prinzip. Welche Werte, die Grundrechte und Wertesysteme haben wir, damit man definieren kann, in was für eine Welt wir leben wollen. Ich habe das auch gemacht. Ich habe daraus eine Stiftung gegründet mit dem Namen Hippo vom Hippokrates, aber auch, weil jede Open-Source-Bewegung so ein kleines Tier will und ein Hippo, das will mir ja nicht begegnen in der Natur. Und es ist more real as a unicorn, sage ich auch, als ein Einhorn. Und mein Ziel ist mit dieser Stiftung, in ein Non-for-Profit-Modell Daten zu sammeln, die dann mit einer neuen Lizenz vorsehen werde, die die Nutzer von diesen Daten und diese KI-Modelle, die aus den Daten extrahiert werden, die Nutzer verpflichtet, das Wissen, was aus der Anwendung von der Algorithmen kommt, wieder zu teilen in einer Community. Das heißt, es gibt keinen Wettbewerb mehr auf Wissen. Und ich habe da ziemlich lange gebraucht, um diesen Hack zu finden über dieses Lizenzmodell. Und ich bin überrascht, dass ich nach weniger als 12 Monaten mit recht großen Firmen in Europa darüber spreche, um das vielleicht als Modell in Europa einzuführen. Und ich glaube, das ist das Hauptding, was wir tun müssen in Europa. Wir müssen aufhören, andere Regionen hinterher zu rennen und versuchen, das nachzubauen. Wir müssen anders anfangen zu denken. Das Internet wurde auch erfunden in Europa. Also hier in der Schweiz, in CERN, bei Genf. Und das war frei, das war Open Source. Ohne diese offene Lizenz kein Internet. Und ich glaube, wir können die Welt extrem verbessern, wenn wir Medizin ist, also ich nenne Hippo AI, wenn das vollumfänglich umgesetzt wird, dann ist es ein Internet des medizinischen Wissens, weil all das Wissen geteilt wird, als Gesamtvision, was dann öffentlich zur Verfügung steht und wo man darauf bauen kann. Ich glaube, ihr müsst in die Robotik etwas Ähnliches tun. Ich schaffe das nicht allein, weil es kann dann mal sein, dass auf einmal diesem Robot, den man braucht zu Hause, für $200 angeboten wird.
Aber das Geschäftsmodell ist wie bei einer Nespresso-Maschine. Ich kann diesem Robot nur kaufen, wenn diesem Robot all meine Einkäufe zu Hause tätigt. Und dann ist es eine Extension von meinem Sales Channel, von meinem Amazon Webshop. Und bin verpflichtet, immer über diesen Robot zu kaufen oder einzukaufen. Das wird kommen. Da werden Leute sehr kreative Geschäftsmodelle bauen, damit diese Einstiegshürde, um an so einen Roboter ranzukommen, so tief ist, damit man eine Massenskalierung hinbekommt. Und das hat man gesehen bei so einer Espressomaschine, die billiger sind als das Gerät, aber am Schluss zahlt man dann beim Einkauf. Und wenn das dann eintritt, dann wird es ganz schwierig, da entgegenzusetzen oder dagegen zu kämpfen. Und ich glaube, die Frage, die ihr stellen müsst, ist, welche Standards setzt ihr auf Basis von euren Werten? Sind das offene Standards? Sind das geschlossene? Weil, und das ist wie Tim Cook das gesagt hat, Technologie an sich tut nichts. Es sind die Menschen dahinter, die das nutzen, um ihre Werte dann umzusetzen. Und das ist meine letzte Slide. Ich rede jetzt immer über Dutopia, weil man redet über so utopische Bilder, dystopische Bilder, wo ich vorher angewendet habe. Aber eben, wir müssen lernen, unsere eigene Zukunft zu gestalten auf Basis von unseren Werten, unseres Glaube, unserer Gesetze, Grundrechte, die wir haben, um eben eine Zukunft aufzubauen, die wünschenswert ist für unsere Gesellschaft. Und das heißt, ihr solltet noch viel mehr mit der Basis euch beschäftigen, anstatt schon in die Details zu gehen, weil das Fundament, worauf ihr es aufbaut, wird für die nächsten 50 Jahre weiter bestehen. Und mit dem bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und lasse eine Frage bei euch, wer vertraue Sie dann in der Zukunft, um diese Zukunft aufzubauen. Danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit.